Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, unser 1,2 Kilometer Güterzug kreuzt hier die Straße in der Nähe von Niederschöna. Genau, und wir haben eine neue Strecke gebaut. Die führt von hier nach Lodin hier oben. Und da haben wir, also ich zumindest entsetzt festgestellt, das ist die erste Strecke, wo der Zug hier auch anhält. Ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich aber noch eine andere Idee gerade gelesen, beziehungsweise einen Hinweis. Der Railchat fehlt noch und das ist richtig. Den könnte man natürlich hier verwenden, aber wir sind ja nicht in Wien. Deswegen die Idee, lasst uns doch die Linie noch ein bisschen weiterziehen, nämlich nach Wien rein. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass wir von Lodin aus nach Wien sowieso eine Strecke haben. Nee, das stimmt nicht mal. Hier hält ja keiner. Also wenn, dann eher irgendwie so ein, keine Ahnung, ein IR oder so. Also das können wir schon machen, weil ich hätte sonst das Argument tatsächlich gesagt. Guck mal, jetzt ist der ist tatsächlich schon hier, der Zug. Achso, nee, das ist ein anderer. Jetzt dachte ich, das sei der 1,2 Kilometer Güterzug. Nee, der wäre dann aber irgendwie, das wäre dann schon eher interessant gewesen. So lange ist er dann doch nicht der gute Zug. Also eben, das Argument wäre gewesen, wir haben aber keinen Railjet, der nach Wien fährt. Deswegen, ich würde sagen, das machen wir. Lasst uns mal schnell gucken, wenn wir die Linien aufrufen. Das hier müsste unsere Linie sein, jawohl. Da haben wir alles gemacht, da könnten wir den Zug raufsetzen. Ich würde jetzt aber trotzdem hier noch gerne weiterarbeiten. Aha, ja okay, aber hier kommen wir natürlich nicht, tatsächlich nicht mehr hinten raus. Das würde aber hier funktionieren. Lasst uns das gleich mal machen, dass wir hier Gleise ziehen beim Bahnhof. Da ist natürlich wieder Feierabend bei den Häuschen. Das lässt sich nicht anders machen. Ich lasse die jetzt aber im Moment mal noch in Ruhe. Gehen wir so hier raus. Ja, ich lasse sie komplett in Ruhe. Man sieht, schon sind sie im Eimer. Ja, das ist ja, man baut halt nicht am Bahnhof, wo noch keine Gleise liegen. Das ist, wie soll ich sagen, es ist zu ahnen, dass das nicht ewig hält. Das Häuschen hier steht jetzt echt immer noch. Ist es denn wahr? Ja, lassen wir mal noch. Die Gleise brauchen wir nicht, die bauen sowieso nochmal. Ist aber egal, das können wir ja abreißen. Also, jetzt müssen wir hier aber irgendwie gucken, dass wir hier reinkommen. Und dann dem Zug natürlich noch sagen, dass er auch hier langfahren soll. Das wäre dann die Grundidee des Ganzen. Also einmal den, einmal den. Die Linie wird sich kaum geändert haben. Nee, hätte mich gewundert. Jetzt wird sie sich aber gleich ändern, wenn wir hier Lodin Haltepunkt die 3 zum Beispiel anwählen. Jawohl, dann geht er nämlich hier rüber. Das macht er auch schon fröhlich. Ich würde das eingleisig lassen im Moment. Vielleicht auf der Rückfahrt das andere. Das könnte man natürlich noch machen. Aber da müssen wir erst die Linie fertig haben. Also, dann sind wir, warum mache ich es weg? Wir sind im linken Gleis hier. Okay, das würde für uns heißen. Es geht mal sicher hier raus. Und jetzt muss ich aber schnell gucken. Wir haben doch mit Sicherheit irgendwelche Gleise, die nach Wien reinführen. Die hier zum Beispiel. Hier ist unterwegs schon einiges. Sieht man? Wien Nonmis. Nee, das ist nicht, was wir brauchen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir da doch schon was haben. Nee, passt. Das sind halt ein paar Güterzüge etc. Ja, man sieht aber, es sind nicht tonnenweise Güterzüge, das können wir machen. Ja, geht dann hier dran vorbei, das ist ein Teil der Linie, die wir bereits letztens schon mal genutzt haben. Ich behaupte, hier unten wird es dann irgendwann eng. Wobei, nee, wisst ihr warum nicht? Wir müssen nicht von hier wieder noch in die Güterzentrale rein, sondern wir düsen nur hier rein. Das müsste eigentlich theoretisch schon gehen, wobei, nee, das stimmt natürlich nicht ganz. Ich mache mal die Doppel-1. Moment, da wird doch ein bisschen was sehen. Wir müssen hier natürlich noch gucken, dass wir das anschließen. Das hier muss irgendwie da rein. Jetzt haben wir hier aber auch noch weitere Gleise. Ich würde die erstmal rausziehen. Dann haben wir sie. Da hier mit plus minus so. Dann hier haben wir keine Gleise in dem Bereich. Dann wären das die nächsten. Die gehen dann irgendwie so rüber. Oder wir machen mal folgendes. So, einmal so. Das können wir jederzeit wieder ändern, wenn wir es anders brauchen. Im Moment brauchen wir es ja nicht. Dass wir hier so andocken. Oder hier oben. Einmal so und dann einmal hier runter zwitschern. Da rein. Das zweite Gleis mitnehmen. Einmal so. Und dann kommen wir hier nämlich auch nach Wien rein. Wo wir dann dort in welches Gleis reingehen, das ist dann Gegenstand der späteren Findung. So, einmal so. Und dann sind wir nämlich drin. Jetzt müssen wir dann noch schnell wegen den Signalen gucken. Ich würde aber bereits eigentlich die Linie gerne weiterziehen. Das war Lodin, Niederschöna, genau. Da geht's nach Lodin. Moment, das machen wir nochmal neu. Ich mache mal Pause, sonst gibt es je nachdem Durcheinander. So, weil ich möchte das richtig haben. Haltestelle hinzufügen wäre dann. Jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig mache. Niederschöna, hier. Einmal hier rauf. Dann hier rein.
Da müsste eigentlich das Gleis automatisch gewählt werden, wenn das Spiel merkt, dass wir hier noch hinwollen. Und dann hier den. Jawohl, funktioniert. Wie das jetzt funktioniert, was da genau passiert, das schauen wir uns jetzt am besten an. Ich brauche nur dich. Dankeschön. Das stimmt dann natürlich sowieso nicht mehr. Das wäre dann... Machen wir gleich mal. Machen wir mal Railchat. Damit wir es wissen. Und dann wäre es von Niederschöner via Lodin. Machen wir mal weg. Niederschöner. Ja, nach Wien halt. So, das Via lassen wir. Railchat Niederschöner Wien. Das passt. Was machst du jetzt genau? Ich kann eigentlich wieder auf Play gehen. Das ist eigentlich kein Problem. Ich bin hier irgendwie... Wo bin ich denn? Völlig falsch. Hier oben. Aha, man sieht ja, da wurde das Ganze... Oh, jetzt ist es sogar zweigleisig. Na, das ist ja Halleluja. Gut, also hier ist es okay. Wir düsen dann hier rein. Da, wie gesagt, die Signale fehlen noch. Ach, dann düsen wir sogar hier durch. Okay, müssen wir das? Wollen wir das? Dann wird es hier eingleisig. Jetzt frage ich mal die 4. Dann geht es hier unterirdisch rein. Das ist schon mal okay. Allerdings, wir hätten hier natürlich noch freie Gleise. Das hier wäre... Das wäre unsere Linie. Das sehe ich schon richtig, ja. Dann würde ich hier halt eine Weiche noch machen. Unterirdisch. Allerdings nicht mit einer Straße. Bevorzugt mit einer Schiene. Irgendwie hier rüber, da rein. Jawohl, das passt schon mal. Und jetzt natürlich hier. Bei der Linie in Wien. Nicht in die 7. Sondern in die... Ach du grüne 9. Da poppen gleich mal ein paar Sachen auf. Wo wollten wir rein? Ich brauche die 4 nochmal. Hier wollten wir rein. Was ist das hier? Jetzt haben wir hier eine 80. Das kann ja wohl kaum sein. Wo ist meine Markierung? Achso, das ist die Geschwindigkeit. Okay, also das stimmt schon. Hier raus, hier rein. Oder habe ich jetzt noch irgendwo sonst gebaut? Hier sind mir fast ein bisschen zu viele Gleise. Ne, das passt schon. Wir müssen in das Gleis rein. Und das wäre die 17. Ja, ob das geht? Ne, dann haben wir eine Fehlermeldung. Irgendwas stimmt da nicht. Ich mache das wieder rückgängig. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Das kann nicht so schwierig sein. Also hier. Genau, dann geht das hier raus. Ach, hier in das Gleis rein. Okay, gut. Linie verwalten. Wien. Jetzt muss ich halt nochmal gucken. Das gibt's doch nicht. Ich kann mir die Dingens da nicht merken. Welches Gleis ist es? Das hier. Fährt hier lang. Hier rüber. Und dann fädelt es doch irgendwann aus. Ich bin, glaube ich, falsch. Kann das sein? Ich habe ja nur diese Linie offen. Moment, ich muss das mal nochmal weghaben. Und das nochmal weghaben. Heieiei. Also den hier, dann diesen. Dann nachher vorne. Dann die 4. Ja, hier rein. In dieses Gleis. Wie kann ich mir das merken? In dieses Gleis. Wenn ich jetzt irgendwie die Linie aufmache. Beziehungsweise ich könnte schnell den Bahnhof machen. Ja, so geht's eigentlich. Terminals. Der Railjet möchte ja nicht in die 7 rein. Ja, ist eigentlich logisch, sondern in die 8. Dann müsste eins rüberhüpfen. Machen wir hier mal zu. Nehmen wir die 4 weg. Ne, dann sehe ich es nicht. Aber das stimmt jetzt schon. Der geht hier lang, hier rüber. Ja, geht hier raus und dann da rein. Doch, doch, das passt. Das ist absolut richtig. Gut. Hat ein bisschen gedauert, hat aber funktioniert. Ja, dann haben wir es ja schon. Ne, die Signale fehlen. Die machen wir noch. Ganz klar. Ich mache mal die Linie nochmal. So, damit ich auch weiß, wo wir hier durchdüsen. Von hier unten. Also die Signale haben wir, glaube ich. Ja, das haben wir gestern gemacht. Weil wir haben eigentlich gesagt, die Strecke ist fertig. Wäre es auch gewesen. Aber jetzt kam die Idee halt mit dem Railjet auf. Also hier durch. Dann könnte man hier im Prinzip schon noch ein bisschen was machen, weil hier ist ja eine Weiche. Signal. Wäre dann zack. Oh ne, falsch. Ich brauche rechts, bitteschön. Ja, da haben wir rechts. Einmal hier und hier vorne. Ja, das wird von der Länge vom Zug her... Ja doch, es könnte eigentlich funktionieren. Wir machen das mal. Dann haben wir hier ein Signal. Dann haben wir da eins. Interessanterweise auf der falschen Seite jetzt. Das wäre nämlich eher dann hier vorne. Brauchen wir das? Moment, da haben wir einen Block. Wir machen hier auch mal einen Block. Da habe ich halt den Block gelassen, damit wir mit dem Zug nicht auf der Straße stehen hier. Deswegen habe ich da keinen gemacht. Ich mache den mal irgendwie hier hin, den Kollegen. Da lassen wir es und du kommst weg, weil du stimmst nicht mehr, du müsstest hier hinten sein. Macht das Sinn? Das hat auch eine Weiche, eigentlich müsste das hier hin, das Teil. Machen wir mal. Da fährt ja keiner, dann ist es auch noch nicht so ein Drama. Und er hier? Ja, einerseits damit die Schranke runtergeht und andererseits...
Ja, wir bräuchten hier halt schon noch was. Sollen wir hier noch was machen? Dann stehen wir auf der Weiche drauf. Ist das auch Käse? Nee, ich lasse es. Das ist soweit okay. Gut, also dann geht das hier durch. Jetzt hätte ich hier gerne eine Weiche, ganz klar. So, wenn ich auf die Uhr gucke, also ich bin mehr als guter Dinge, dass wir da den Zug natürlich noch haben und mitfahren werden. Dann kämen wir wieder in was Rundes rein. Das habe ich ja gestern angesprochen, dass wir irgendwie immer Strecken bauen, dann nicht mal mitfahren können, weil die Zeit dann weg ist. Das müsste sich heute eigentlich regulieren, würde ich mal behaupten. Also einmal so, dann haben wir hier einen Folgen. Machen wir mal so, dann kann hier die Schranke runter. Hier vorne ist Feierabend. Und das ist zu wenig Platz. Da wird der Zug halt ein bisschen auf dem Bahnübergang stehen, wenn er warten muss. Damit müssen wir leben. Machen wir hier noch eins. Dann haben wir da welche. Da muss aber das hier weg. Und kommt zack hier hin. Und in die andere Richtung. Haben wir hier diverse Weichen und Co. Ja. Das ist halt, das ist zu kurz, behaupte ich. Der Enno, der hat ja doch eine gewisse Länge. Nee, dann lassen wir es. Wir haben hier ein Signal, dann haben wir hier eins. Ja, ja, das ist eigentlich auch reguliert. Gut, also hier lang. Und hier sind wir ja in Gleis drin. Warum haben wir hier kein Signal? Hier gehört noch ein Signal hin. Dann können wir das nochmal ein bisschen versetzen. Weil das haben wir nicht neu gebaut. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, warum da kein Signal ist. So, einmal weiter zurück. Okay, hier. Und hier ist es sowieso okay. Und hier auch. Wie gesagt, weil das haben wir schon. Da ist ein Bahnhof, da können wir natürlich kein Gleis setzen. Und hier wird es halt eingleisig. Ja, weil sich die beiden hier nicht, die gehören nicht zusammen. Man könnte hier natürlich eine Weiche machen und dann das Ganze hier im Tunnel auch noch zweigleisig nutzen. Das würde natürlich auch gehen. Ich würde sagen, das machen wir doch glatt mal. Also, das kann... Nee, Moment, das bleibt mal, sonst weiß ich wieder nicht mehr, wo ich bin. So, ein Gleis. Und dann gibt das hier eine schöne Weiche. Ja, weiter vorne macht es keinen Sinn. Oh, was war das gerade? Da ist irgendwas, da schimmert irgendwas durch. Nicht hier durchschimmern, macht doch nicht so Sachen. Aha, Krümmung zu groß, das kann eigentlich nicht sein. Bau unmöglich, come on, das geht doch. Ich muss nur die richtige Stelle erwischen. Also sag ich mal mit der 4, ich glaube, das ist fast sinniger. Wo fängt denn das an? Hier irgendwo. Nö, geht nicht. Irgendwas liegt hier doch. Jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, irgendwas liegt im Argen, aber da liegt gar nichts im Argen. Signal. Einmal so. Gegenrichtung lassen wir. Und dann haben wir hier noch ein Signal. So, wenn wir jetzt gucken, die Linie, die müsste jetzt zweigleisig sein. Moment, das machen wir mal zu hier, das zu. Ja, zweigleisig, zweigleisig, zweigleisig. Wird hier eingleisig, geht hier rein. Und geht dann hier ins richtige Gleis. Somit haben wir das. Dann düsen wir zurück. Zum Ursprungsstädtchen, das wäre nicht hier, sondern hier unten. Brauchen noch ein Depot. Oder auch nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Seht ihr hier irgendwo ein Depot? Nee, das ist keine Fangfrage. Das ist tatsächlich irgendwie, ich frage mich gerade. Nee, wollte ich nicht hier eins gestern hinsetzen, Depot? Also jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gestern immer noch ein Depot hinsetzen wollte. Oder habe ich das sogar gemacht und jetzt finde ich das Depot nicht. Das könnte hier auch sein. Nein, das ist eigentlich alles... Nee, da ist kein Depot. Gut, ich suche mal eins. Gebäude. Depot. Warum nicht das hier? Mal gucken, wohin damit. Hier hätte es einen gewissen Charme, finde ich. Dann vielleicht sogar über die Straße rüber. Wenn es jetzt noch richtig drehen kann. Ja, wird da ein bisschen in den Fels reingeschlagen. Ich finde das eigentlich okay. Wir müssen einfach gucken, dass wir irgendwie jetzt in unser Gleis reinkommen. Wisst ihr was, ich baue es mal. Wenn es uns jetzt nichts bringt, dann haben wir, dann haben wir hier wenigstens noch ein Gebäude. Finde ich nicht so falsch. Ja, Steigung zu groß. Da war eine Stelle, da geht's, glaube ich. Ne, da wechselt einfach die Seite vom, vom Steigung zu groß Ding. Hier hin. Ja, geht genau nicht. Schade, ich dachte, wir kommen hier rüber. Wir kommen hier natürlich auch nicht auf eine Brücke rauf, wahrscheinlich. Das wird bei dem bisschen, was wir an Weg haben, wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne, da haben wir ja maximale Steigung. Nö, geht nicht. Hier kommen wir nicht rüber. Was machen wir denn jetzt mit dem Depot? Wir machen hier mal ein, zwei Gleise. So, irgendwie so. Schnappen uns, zack, die Assets. Wenn ich sie denn finde. Da haben wir sie doch. Und dann haben wir doch hier irgendwelche Züge. Mit Sicherheit. Irgendwelche Fegzüge, die wir hier noch aufstellen.
Wenn ich sie denn auf Anhieb gerade mal finden würde. Da ist was. Ja, oh, das ist ein Würfel. Das ist auch ein Würfel. Okay, da habe ich die Mod nicht geladen. Das geht aber. So, Moment. Stellen wir die hier hin. Das müsste sogar relativ gut aussehen, weil es ebenerdig ist. Ja, so halbwegs wenigstens. Ja, ein bisschen... Ja, gefällt mir nicht. Das ist tatsächlich nicht wirklich ebenerdig. Machen wir das so hier noch so ein. Oder drei. Und dann haben wir das bereit. Das ist einfach ein Gebäude. Haben sie halt noch ein paar Wagen hingestellt. Schön ist, dass es hier jetzt nicht mehr grün ist, sondern ein bisschen bezugt. Sagt man dem bezugt? Wahrscheinlich nicht. Gut, jetzt würde ich aber vorschlagen, das nächste Depot, das verwenden wir oder stellen wir so hin, dass wir bevorzugt in unsere Linie reinkommen, wenn das für euch okay ist. Das wäre dann die Linie hier. Ja, okay, das ist tatsächlich dann keine große Sache. Eher ein bisschen die Frage, ja, was nehmen wir hier für ein Gebäude? Was nehmen wir hier für ein Depot? Mal das hier vielleicht wieder. Das wäre doch eine Idee. Weiß, weiß, weiß. Ist weiß okay? Ja. Oder im Grün, wenn hier schon... Ja, man könnte jetzt natürlich wegen dem ÖBB-Cat hier in Grün das Ganze machen. Fährt der nach Wien? Der fährt doch hundertprozentig nach Wien. Ja, okay. Via Niederschöne. Ja, aber er fährt halt nicht nach Lodin. Ja, dann ist das okay. Der startet halt tatsächlich auch. Nee, guck mal, der fährt dann auch nach Weißenturm. Nee, das ist eine andere Linie. Und uns geht es ja nicht darum, dass wir Passagiere transportieren können. Uns geht es darum, dass wir hier viele Züge haben. Würde ich mal behaupten. Also, dann machen wir das Depot hier hin. In grün. Und zwar, ich würde sogar sagen, Richtung Bahnhof gerichtet. Damit wir schnell ins Gleis, beziehungsweise schnell in den Bahnhof reinkommen, damit wir den Zug nicht mehr drehen müssen. Ja, wieso? Das ist im Moment ein bisschen zurück noch. Da kommt halt die Brücke da. Wir machen das mal so. Ich hätte gerne nur zwei Gleise. So, mal gucken. Also wenn ich jetzt natürlich viel Pech habe, geht es trotzdem nicht, weil irgendwie der Winkel wieder zu klein ist. Nö, geht. Sauber. Hier noch gern. Ja, das geht dann nicht. Da ist tatsächlich der Winkel zu klein. Da kommen wir aber doch hier vorne rein. Jawohl. Das passt hervorragend. Die Antwort kommt. Genau, ich suche meine Zwerge. So, die Depotsignale setzen. Einmal so, einmal so. Ja, und dann suchen wir uns doch Kollege Railchat. Soll ich da schnell speichern? Ja, wisst ihr was? Ich speichere schnell. Sicher ist sicher. Bevor hier was flöten geht. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert, wie man sieht. Da, Test. Also gespeichert im Sinne dessen, dass ich so eine Sicherheitsspeicherung gemacht habe. Ich speichere natürlich jedes Mal, wenn die Folge durch ist. Also wenn ich die habe, dann wird gespeichert. Das ist ganz klar. Aber diese Sicherheitsspeicherungen halt. Die mache ich tatsächlich nicht mehr allzu oft, weil eigentlich läuft es ja. Fahrzeug kaufen. Ja, guck mal, da ist er schon. Ich habe natürlich schon geguckt vorher, bevor ich hier irgendwie groß rumposaune. Wir kaufen uns einen Railjet und dann haben wir nicht. Also, das wäre mal er hier. Welcher Reiter ist das? Der hier. Mach mal hinzufügen, da haben wir sie. Und wenn ich jetzt hier schnell weiter runter gehe, dann haben wir hier die Teile. Zweite Klasse Zwischenwagen. Und das sind, das ist was anderes. Neue Piktogramme. Italientauglich, aha. Kleiner Schriftzug, ich hätte gern den großen Schriftzug. Mach mal ran. Ist das der richtige? Habe ich den oder den erwischt? Moment, das machen wir nochmal ganz, in Ruhe. Zweite Klasse Zwischenwagen. Das sind dann die falschen, die hier waren es. Großer Schriftzug wäre hier, also zack. Jawohl, dann haben wir auch eine staatliche Länge, 200 Meter, das passt. Wie viele Züge? Eigentlich könnte man hier schon zwei machen. Das Problem ist, wir haben dort in Wien, da haben wir nicht allzu viele Gleise. Das haben wir ein Gleis. Ich mache trotzdem zwei. Ich denke, der Railjet hat das verdient. So, zwei Stück. Dankeschön. Zuweisen wäre Railjet Niederschöner Wien, genau. Oh, und dann kann die Haltestelle nicht gefunden werden. Ja, das ist natürlich dann eher ärgerlich. Haben wir denn irgendwo hier keinen Strom? Das kann eigentlich fast nicht sein. Strom. Oh. Okay, haben wir hier keinen Strom? Doch, da geht doch eine Oberleitung rein. Gucken wir mal bei der Linie. Also Fehlermeldung haben wir keine. Nee, das ist die falsche Linie. Die hier brauchen wir. Ach, wisst ihr, was der Fehler ist? Wir müssen natürlich wieder nach Lodin zurück, nach Wien.
Das ist eigentlich logisch, okay? Die 1 raus, sonst funktioniert das nicht, weil er den Rückweg nicht findet. Lodin. Hier oben. Da müssen wir tatsächlich, wenn wir aus Wien kommen, also hier, nochmal hier rein. Vielleicht, ich weiß zwar nicht, ob es daran liegt, aber wäre eine gute Möglichkeit, dass es daran liegt. Und von Lodin geht es wieder nach Niederschöna. Okay, mal gucken, ob ihm das gefällt. Jetzt wäre es noch schön, wenn er noch da wäre, der Zug im Depot drin. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das stellen wir aber gleich fest. Ja, ist noch da. So, funktioniert es jetzt? Nö. Elektrifizierte Gleise fehlen. Aha, tatsächlich. Ein Weg wurde gefunden. Das Fahrzeug benötigte jedoch einen komplett elektrifizierten Weg. Ja, müssen wir doch aber haben. Ja, wo haben wir denn hier nicht elektrifiziert? Ja, das gibt's ja nicht. Nochmal schnell gucken. Ach, was ist das denn? So, mach hier mal Strom hin. Geht nicht? Hä? Was ist das denn hier? Der Teil ist ohne Strom, der ist mit Strom. Ja, sag mal. Das ist genau das Gleis, was wir brauchen. Da kann ich nichts machen. Wie doof ist das denn? Ich möchte ja jetzt nicht den Bahnhof abreißen. Gleise? Kann ich das hier wegnehmen, so einzeln? Ja. Okay, nehmen wir weg. Ja, ja, das ist klar. Jetzt brauche ich nur hier ein Stromgleis. Okay, gut, Strom haben wir. Jetzt machen wir nochmal die Kontrolle hier. Gleis, Werkzeuge, Strom. Ja, jetzt passt. Ist ja interessant, dass hier ein Teil vom Bahnhof ist mit Strom, der andere Teil, beziehungsweise ein Gleis nicht. Ja, keine Ahnung warum, aber es war so. Ist das hier auf Play? Nö, machen wir mal Play. Da kommt aber noch keiner raus. Das müssen wir nochmal kurz zuweisen hier. Jawohl, blub, blub. Oh, aber jetzt haben wir dafür eine Fehlermeldung. Ist es denn wahr? Machen wir mal den. Dann stimmt's. Jetzt muss ich aber gucken. Ja, ist ja egal, wenn es halt irgendwie nicht geht. So wie wir es hatten, dann machen wir es eben so, wie es geht. Würde ich vorschlagen. Wien ist ein relativ großer Bahnhof. So, da haben wir den schönen Railjet. Ein wunderschöner Zug, wie ich finde. Ich habe tatsächlich immer sehr viel Spaß mit dem. Weil es einfach ein sehr schöner Zug ist. Die tschechische Variante steht in meinem Rücken. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die blaue Variante. Und den habe ich ja von Daniel gekriegt, den Zug. Der steht hinter mir und wird täglich sozusagen begrüßt, wenn ich mich an den PC setze. Da oben ist die SBB-Dreifachtraktion. Sehr gut. Ja, und ich würde sagen, wir steigen hier doch mal fröhlich ein und betrachten diesen wunderbaren Zug. Ja, da haben wir ihn. Ach, es ist natürlich der Steuerwagen wieder vorn. Den könnten wir noch drehen. Ich würde es jetzt aber so lassen. Ist doch okay. Dann setzen wir uns hier dann aufs Dach rauf. Was soll ich den noch schnell? Ich kann den, glaube ich, gar nicht drehen. Fahrzeug verwalten. Mal zumindest bei dem, wo wir gerade unterwegs sind, mit. Wenn du irgendwie ganz nach hinten gehst, dann kann ich... Hier, der Steuerwagen hängt halt an diesen Wagen dran. Da kann ich tatsächlich nichts machen. Den drehen kann ich nicht. Oder gibt es den irgendwie gedreht? Ne, der hier war's. Ne, der hier war's. Großer Schriftzug. Das ist der. Guck mal, das ist der blaue. Der steht hinter mir. Designvorschlag. Nee, also gedreht gibt es den in dem Sinne nicht. Da müssen wir damit leben. Geht nicht anders. Wenn ich das richtig sehe. Ja, dass wir es halt so haben, wie wir es haben. Gut, dann haben wir es so, wie wir es haben. Wir lassen den laufen. Und genießen den halt so. Ein bisschen. Der hier wird genau das gleiche haben. Der müsste zuerst mit dem Steuerwagen in den Bahnhof rein. Ja gut, lasst uns einsteigen. Wir wollen die Fahrt natürlich entsprechend genießen. Und das werde ich jetzt auch tun. Lasst uns mal kurz in den Führerstand gehen. Ich glaube, diese Lokomotiven, ja, die haben durchaus einen relativ gediegenen Führerstand. Das sieht so schlecht tatsächlich nicht aus, finde ich. Aber ihr ahnt es genau. Wir setzen uns trotzdem hier rauf. Da kommt wieder der ÖBB Cat. Da auf die schöne Brücke rauf und hier fröhlich rüber. Ist halt, ich hätte gern ein schönes Thumbnail mit dem Railjet gehabt, tatsächlich. Das ist ein schönes Thumbnail, aber das ist ja halt nur der Steuerwagen. Aber das können wir natürlich dahingehend lösen, der fährt ja dann wieder zurück. Ja, und dann fährt er richtig rum. Also ich hoffe es mal, sonst, sonst sehen wir es dann. So, wir düsen nach Lodin Haltepunkt mit 74, 75, 78 und so weiter km/h. Ich muss schnell niesen, sorry. So, da bin ich wieder. Jawohl, schneide ich natürlich raus.
Ich hoffe, ihr habt die Zugfahrt ein bisschen genossen. Hui! Jetzt haben wir aber Frames, sag mal. Gut, hier ist natürlich jetzt auch kein Städtchen mehr. 130 km ist okay. Kein Schnellzug. Der müsste ein bisschen schneller sein, aber ein schneller Zug ist es natürlich allemal. Da sehen wir das schöne Stück nochmal. Hier extra mit den großen Schriften. Ja, sieht doch besser aus wie mit diesen kleinen. Man soll ja wirklich auch lesen können, dass das ein Railjet ist. Und jetzt waren wir aber hier. Ja, wir waren im Steuerwagen drin. Wir haben die Lokomotive noch gar nicht gesehen. Ich würde sagen, lasst uns mal so jetzt die Strecke zu Ende fahren. Ein paar Meter sind sie dann doch noch. Wir haben nicht viel gebaut. Und danach werden wir den Rückweg zumindest zu einem Teil nochmal antreten. Damit wir A, den Zug mal nochmal sehen mit der normalen Lokomotive. Und damit wir tatsächlich irgendwie dann... Also, dass ich halt ein Thumbnail habe. mit der Lokomotive. Und ich möchte dort auch noch kurz den Führerstand sehen tatsächlich. Schön hier an der Industrie vorbei. Aha, dann geht es da vorne in eine Röhre rein. Auch nett hier. Und dann müsste dahinter dann eigentlich bereits Lodin sein. Ja, ja, ich weiß noch, gestern, als wir die Strecke gebaut haben. Genau, da habe ich ja gesagt, hier über den Berg oder durch den Berg durch müssen wir mit dem Tunnel. Weil irgendwie eine Bergstrecke hier rüber macht keinen Sinn. Das ist ja kein Berg, das ist ein Hügel. Das ist wirklich ein kleiner Hügel. Also da gehst du besser tatsächlich hier durch. Auch wenn wir halt hier den Zug jetzt natürlich dann nicht sehen werden. Wenn auch nicht gerade mitfahren. Aber das ist ein relativ kleiner Bereich. Das finde ich jetzt nicht wirklich dramatisch, muss ich gestehen. So, raus geht's. Jawohl, hier die neue Straßenbrücke noch, die wir noch gebaut haben. Und da vorne ist der Bahnhof. Sehr schön. Sogar zweigleisig, wie wir da durchfahren. Das ist natürlich wunderbar. Ja, das ist schon ein kleines verschlafenes Nest hier, dieses Lodin. Wenn die natürlich tatsächlich jetzt den ersten Zug, oder nee, das müsste jetzt der zweite sein, der hier hält. Der Rest ist einfach durchgefahren. Auch nicht schlecht. So, sollen wir nochmal den ganzen Zug uns ansehen? Ja, lass uns mal so reinfahren. Und dann gucken wir, wenn wir drin stehen, was wir machen. Leute müssen wir hier dann auch haben. Das sind alles im Prinzip Nachbarstädte. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, schon ein Hammerbahnhof. Also das sieht man von hier aus schon wieder. Sehr schön. So, mal gucken. Der Zug gehört natürlich normalerweise nicht in diesen Bahnhof rein. Ist das, das ist der Dresdner Bahnhof, stimmt das? Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Ist das der Dresdner? Ich glaube es. Ja, aber ich bin nicht ganz sicher. Ihr wisst das mit Sicherheit besser. Ich war hier noch nie, also in Dresden. Keine. Doch, ich war mal aber mit dem Auto. da habe ich den Bahnhof nicht gesehen. So, wir düsen immer noch mit dem Steuerwagen voran. Wir sind aber auf der rechten Seite, also das stimmt ja auch mit der Durchfahrt im Bahnhof. Das ist ja manchmal, dass er dann irgendwie die Gleise umgekehrt nimmt und dann hat er hier ein Gewechsel von den Gleisen. Das haben wir hier auch nicht, das ist sehr gut. Weil dann stören wir die entgegenkommenden Züge natürlich nicht. Ja, nochmal ein Regio. Fährt der auch nur durch? Ist das denn wahr? Das ist ein armes Städtchen, dass hier nie einer reklamiert hat, von wegen gibt es doch nicht, dass hier immer die Züge nur durchfahren und keiner hält an. Was ist denn da los? Schon nicht schlecht. Da hinten ist die Lok, wo ich gern rein würde. Würde. Hochdeutsch, Herr Eisenberg, nicht plötzlich Schweizerdeutsch einstreuen. Ja, das würde ich nicht nur gerne, das machen wir auch noch. Das habe ich ja fast versprochen. So, jetzt könnte sein, dass wir dann mal noch eine Wartezeit haben. Weil dort unten... Ja gut, wir haben jetzt einen gewissen Bereich noch zweigleisig gemacht, natürlich. Das müsste auch wieder eher helfen. Auf der anderen Seite, es ist halt dort dann doch wahrscheinlich mittlerweile so, dass ein paar Züge durchdüsen. Ja, wir gehen mal hier noch nicht rüber. Wir gehen auf den Damm rauf. Hat jetzt nicht nochmal die Gleise gewechselt? Ursprünglich hätten wir die Linie doch eigentlich durch den Bahnhof durchgeführt. Ich finde das hier aber besser, muss ich gestehen. Aber gebaut haben wir, glaube ich, auf der anderen Seite, oder nicht? Ja, sehen wir ja gleich. Ist es hier zweigleisig? Nee, ich habe das andere Tunnel, glaube ich, zweigleisig gemacht neu. Das hier habe ich unberührt gelassen. Ja gut, ist egal. Wir kommen in den Bahnhof rein, das passt. Ist wahrscheinlich sogar der bessere Weg, weil der hier ein bisschen besser befahren werden kann, tatsächlich. Ist das oberirdisch? Oder geht das noch in den Tunnel rein? Hier stehen welche. Aha, ja, das ist das, was ich meinte. Wenn wir jetzt tatsächlich auch noch da reingegangen wären, dann würden wir jetzt auch stehen. Das sind die durchfahrenden Züge hier.
die blockiert sind, weil wahrscheinlich gerade ein anderer noch durchfährt. Wir haben freie Fahrt. Ja, da würde ich jetzt gar nichts mehr dran rumbasteln. Vor allem, wir haben nicht nur freie Fahrt, wir sind doch unterirdisch hier tatsächlich. Im unterirdischen Bereich von diesem Bahnhof. Das ist ja eigentlich, was wir wollten. Weil hier haben wir mehr als ein Gleis frei. Da sieht man die Güterzüge, die da durchfahren. Ja, da können wir nicht viel optimieren. Da müssen wir höchstens ein paar Züge rausnehmen. Das würde ich jetzt nicht machen. A, weil ich gerne Züge habe. Und B, weil die natürlich irgendwas transportieren. Da können wir nicht einfach Züge rausnehmen. So, jetzt wäre es schön, wenn er dreht. Beziehungsweise, nee, wenn er eben nicht dreht, sondern so wieder rausfährt. Oh, 74 Leute. Ja, guck mal, jetzt haben wir ihn. 74 Leute sind hier tatsächlich drin. Also ich habe gesagt, das lohnt sich, beziehungsweise das funktioniert und das tut es auch. Das wäre dann hier tatsächlich der Zug, die Perspektive vom Lokführer. Ist eigentlich ähnlich wie im Triebwagen drin, finde ich. Ja. Und wenn wir uns raufsetzen, sieht es natürlich auch irgendwie ähnlich aus. Also das wäre dann einfach irgendwie diese Variante gewesen. Aber was natürlich anders aussieht, ist der ganze Zug. Wenn wir den dann eben so sehen. Da haben wir den Railjet. Zumindest die Lokomotive in voller Pracht. Fahren die anderen oder stehen sie noch? Oh, da kommt der Kollege. Auch ein schönes Bild. Wenn wir jetzt nicht gerade ins Tunnel reingefahren wären, dann hätte ich, glaube ich, einen Thumbnail gehabt. Das hat ja relativ cool ausgesehen. So, hier geht es wieder aus dem Tunnel raus. Ich würde sagen, wir schauen uns den nochmal kurz an. Gerne von der anderen Seite, sobald das Tunnel weg ist. Jetzt. Ui, das ist ja mit der Kamera. Das ist Knochenarbeit hier. Schnell rüber zu gehen. Ja, hier mit dem Ölding. Sehr schön. Gut, liebe Freunde, dann gehen wir hier raus. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Spontane Idee hier, die Railjet-Strecke noch zu machen. Aus der Strecke, die wir gestern gebaut haben. Ich fand die Idee gut und schau mal einer an. Richtig, wir haben die Zugmitfahrt jetzt tatsächlich am Schluss gemacht. Das heißt, wir kommen wieder in einen vernünftigen Rhythmus, dass wir mit den Zügen auch mitfahren können. Wenn wir entsprechend dann jeweils gebaut haben. Gut, jetzt bleibst du echt stehen. Na ja gut, sollen wir mit dem Stehenden Tschüss sagen? Nee, jetzt fährt er wieder los. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich, moin. Tschüss.